So, herzlich willkommen zurück zu Code Legacy und wir machen heute weiter. Wir wollen noch ein bisschen was tun heute. Aufträge. Wir haben noch mal was mit, irgendwas Schönes. So, bereitet sich die Suche nach dem nächsten Hüter vor. Feuer und Sünde. Professor Howards Aufgabe, das wird wahrscheinlich sein. Fange eine riesige Lederkröte, ein Dirikol mit dem Schnappsack und eine Lederkröte mit dem Schnappsack. Okay. Das werden wir doch mal glatt angehen. Jetzt muss ich kurz gucken. Riesige lila Kröte. Okay, wir machen die Aufgabe auf jeden Fall. Wir haben laut. Warte mal, muss ich kurz auf die Karte gucken. Weltkarte. Okay, erstmal hier hin. Dirikalbau, ja, hier. Okay. Dann müssen wir da mal hin. Ich muss mal gerade gucken, wo ich da hin porten mich kann. Hier in die Nähe zumindest mal. Ja, das werden wir wie gesagt heute angehen. Dann wollen wir nämlich Bombarda lernen. So, wir werden uns erstmal einen Dirikol fangen. Das ist jetzt eher unwichtig. Oh, das sieht geil aus mit dem Dings, ne? Wo will ich denn da hin? Wo ich denn da hin jetzt? Weltkarte? Das ist die zweite Markierung, ne? Nee, das ist was anderes. Die ist was anderes, da müssen wir hin. Wir müssen so eine Markierung hin. Ich habe mich jetzt gerade von der Hauptmission leiten lassen. Die machen wir nicht jetzt. Das machen wir irgendwann mal, aber nicht garantiert nicht jetzt. So, schnappt ihr einen Dirikol? Das könnte gefährlich werden, wenn ich nicht aufpasse. Warte mal, jetzt muss ich gerade gucken. Oh, warte mal, bevor du jetzt irgendwas machst, Kollege. Mir mal nicht auf, Sinkel. Tschüss. Scheiße, die müssen wir singen. Jetzt habe ich einen. So, das war der Dirikol. Ich tue dir nichts. Und jetzt machen wir mal kurz auf zur Kröte.
Wir sollen noch eine riesige lila Kröte fangen. Dieser Ort hat schon bessere Tage gesehen. Ist jetzt gerade eher unwichtig. Wie viele Gegner hier irgendwie sind gerade, ne? Waren ja. Wer mich jagt, den steche ich ab mit dem Nocken. So. Dann jagen wir noch eine Kröte, wa? Sind das die Viecher da? Ja. So. Das wird jetzt ärgerlich, dass ich jetzt das Viech da oben habe. Das mir jetzt eigentlich gerade ein bisschen auf den Senkel geht, mehr oder weniger. So, jetzt muss ich wieder die Viecher suchen, ne? Warte mal, was hast du gefunden, Kollege? Naja, wir machen die Aufgabe noch, aber was hast du gefunden? Warte mal, ist das die hier? Ja, noch nicht allzu. Also noch keine Informationen, aber nicht an den Unverzeihlichen. Weiter an. So. Ach, geht die mal auf Eier jetzt gerade mit dem Scheiß da. Habe jetzt. Ich bin mal raus hier. Ich wollte eigentlich schon scheiß Text suchen.
Erledigt. Boah, hey. Schnell weg hier. Schnell weg hier, bevor sie mir wieder auf Feier gehen. Ich gebe auch hoch, das ist nämlich schlecht. Nicht sehen. So. Ach, warte mal, wir müssen eh nach Hogwarts zurück. Das können wir doch aus, können wir auch direkt reisen. So ist richtig. So, Tierwesenunterricht, das war ja draußen, ne, hier. Haben wir noch irgendwo eine Möglichkeit, um mal schnell hier hinzureisen irgendwo? Kann ich doch auch reisen, brauche ich doch nicht fliegen. Da brauche ich doch nicht fliegen. So, dann gehen wir mal zur. Wir müssen sowieso reisen. Ja, wir müssen sowieso auf Zeit. Oh, wie cool. Den Mondkalb. Ist das ein Niffler? Ja, ne? Ausgezeichnete Arbeit heute. Sie können gehen. Oh, ich bin kein. Sie sind wohl bereit für Ihren neuen Zauberspruch. Ich genau, so ist es. Erledigt, Professor. Ich bin bereit, Bombarda zu lernen. Gut. Ich muss Sie allerdings vorwarnen. Diesen Zauber sollte man nur aus gutem Grund wirken. Okay. Der Explosionszauber kann andere verletzen, wie Ihnen sicher einleuchtet. Bitte Vorsicht beim Zaubern. Jawohl. Ich verstehe, Professor. Ich werde Sie beim Wort nehmen. Gut, Sie müssen die Zauberstabbewegungen präzise ausführen. Sie wollen doch Ihre Hand behalten. Also los. Schöne, gleichmäßige Stabbewegungen. Denken Sie daran, der Explosionszauber ist sehr unbeständig. Gelernt. Bombarda! Damit haben wir den vierten Schadenzauber. Gemacht. Lassen Sie uns das jetzt in die Praxis umsetzen, ja? Probieren Sie es an den Kürbissen aus. Den Kürbissen? Den hier? Bombarda! Ausgezeichnete Stabarbeit. Genau. Level 21. Gut, damit haben wir Bombarda. Jetzt haben wir noch weiteren Auftrag, irgendwo der gerade angezeigt wurde. Aber ich soll ja mit Sebastian quatschen. Und da habe ich gerade so ein bisschen mehr Bock drauf. Aber wir werden mal gerade kurz gucken. Gegner können die schlecht entdecken. Sammlungen. Genau, die Kröte. So. Inventar, wir haben noch ein bisschen Ausrüstung gekriegt. Drehkeule. Können wir die Tierwesen freischalten, freilassen.
Ich hab schon wieder gut Kohle eingenommen. Ne. Halt, da war noch irgendwas. Eine Kopfbekleidung. Die uns nichts bringt. Und auch das Ding bringt uns nichts. Also, brauchen wir das nicht. Und damit haben wir alles gemacht. Und damit bin ich raus für heute. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Und dann geht's zu Sebastian in die Krypta.